Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Ich habe heute zum ersten Mal eine Torte gemacht. Es ist eine Amateurtorte. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich die gemacht habe, dann bleibt dran. Für die Torte benötige ich 1 Kilo Erdbeeren, 500 Milliliter Sahne, 250 Gramm Mascarpone, 300 Gramm Frischkäse, Doppelrahmstufe, 130 Gramm Zucker, 5 Päckchen Sahnesteig, 1 Päckchen Vanillezucker, 100 Gramm Raspelschokolade, 4 Esslöffel Erdbeermarmelade. Ihr könnt dann einen Wiener Tortenboden benutzen, den fertigen, den man so kaufen kann. Ich habe allerdings meinen Tortenboden selber gemacht. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mal oben auf den Link klicken. Da ist das Rezept zu meinem Tortenboden. Und dann können wir auch schon loslegen. Von dem 1 Kilo Erdbeeren habe ich vorab schon mal ein paar schöne Erdbeeren, so ungefähr 12 Stück, beiseite getan. Die werde ich ganz zum Schluss für die Deko verwenden. Und von dem restlichen Erdbeeren nehme ich jetzt die Hälfte und schneide sie klein. Die andere Hälfte der Erdbeeren befreie ich von dem Grün, mache sie so ein bisschen sauber und halbiere sie einfach nur. Als nächstes mache ich weiter, indem ich die Sahne steif schlage. Dafür nehme ich die kalte Sahne. Während ich die Sahne steif schlage, tue ich die Hälfte des gesamten Sahnesteig, ungefähr 2 Päckchen dazu. Bei Sahne müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht zu lange schlägt, weil es sonst Butter wird. So, wenn die Sahne schön steif ist, dann tue ich sie erstmal in eine andere Schüssel. In derselben Schüssel kann es dann auch gleich weitergehen mit dem Frischkäse. Die Mascarpone-Creme, also der Mascarpone-Käse. Und der Zucker. Und der Vanillezucker. Das können wir jetzt wieder verrühren. Und während wir das verrühren, werde ich das restliche Sahnesteig dazufügen. Die Frischkäse-Mascarpone-Masse werde ich jetzt mit der Sahne vermengen, also die Sahne werde ich unterheben. Die Sahnecreme, die teile ich jetzt durch 2. In die eine Hälfte kommen jetzt die klein geschnittenen Erdbeeren rein. Und in die andere Hälfte der Sahnecreme tue ich jetzt die Schokostreusel. Ein paar Schokostreusel werde ich mir aufbewahren später für die Deko. So, die beiden Cremes sind jetzt fertig.
Ihr könnt einen fertigen Wiener Boden benutzen oder einen selbstgemachten. Ich habe gestern Abend einen selbst gemacht. Mein Tortenbodenrezept findet ihr oben hier im Link. Und jetzt können wir auch schon anfangen, die Torte zu schichten. Ich nehme dann die obere Seite von dem Tortenboden und tue die als Boden auf die Platte, wo ich die Torte machen möchte. Dann kommt ein Tortenring rum. Schön festmachen. Dann nehme ich die Erdbeermarmelade und verstreiche die auf dem Tortenboden. Nun nehme ich die Erdbeeren, die ich halbiert hatte. Die Erdbeeren habe ich jetzt verteilt. Jetzt kommt die Stracciatella-Creme drauf. Und ein Drittel der Erdbeercreme. Nun kommt der mittlere Boden. Ein bisschen dran drücken. Die restlichen Erdbeermarmelade bestreichen. Jetzt kommt die restliche Erdbeercreme hier drauf. Und der oberste Deckel. So, und das kann jetzt vorerst in den Kühlschrank, und zwar für mindestens 2 Stunden. Der Kuchen war jetzt 3 Stunden im Kühlschrank und hat sich so ein bisschen, konnte so ein bisschen ziehen. Jetzt versuche ich ihn so schön wie möglich hinzubekommen, damit er ein bisschen ansehnlich aussieht. Ich versuche mal mein Bestes. Ja doch, er sieht schon nicht schlecht aus. Jetzt will ich ihn aber noch ein bisschen schöner hinbekommen. Eine ganz dünne Schicht Sahne kommt jetzt auf den Deckel von der Torte. Ein bisschen will ich auch noch diese obere Schicht verschönern. Da werde ich auch ein bisschen Sahne hinschmieren. Also der Rand ist nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich finde es nicht so schön, deswegen will ich die Seiten jetzt mit ein bisschen Mandelblättchen verzieren. Ich versuche es mal, so gut wie es geht.
meine Erdbeertorte, meine erste Erdbeertorte. Die Amateurtorte ist jetzt fertig. Ich muss sagen, ich war zwischenzeitlich ziemlich verzweifelt, aber im Endeffekt sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ja, doch, bin zufrieden. Für meine erste Torte gar nicht mal so schlecht. Und ich muss dazu auch nochmal sagen, ich bin keine Konditorin. Ich bin einfach nur eine Mama, die ab und zu mal Kuchen backt. Aber so richtig an Torten habe ich mich noch nicht gewagt. Das ist jetzt meine erste Erdbeertorte. Naja, Amateurtorte, also bei den Kommentaren bitte nicht vernichtend sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.